Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Blätterfolge und heute haben wir die Ausgabe 4 von 96, also August 96 da. Themen sind unter anderem Kirby's Dream Course, dann ein Interview mit Shigeru Miyamoto, dann der First Look zu Donkey Kong Land 2. Ne, ganz wichtig, das ist nicht das Super Nintendo Donkey Kong Country, sondern das für den Game Boy. Und was mich hier schon echt fast traurig macht, hier schon mal Zelda 3, der Adventure-Klassiker als Review, wo das Classics, also quasi Retro, behandelt. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn wir das aufschlagen, sehen wir hier gleich auch den Grund, warum. Nämlich, die wurden hier neu für das Super Nintendo aufgelegt. Und zwar mit diesen roten Umrandungen in der Super Classic-Serie. Und da gab es dann unter anderem Zelda, Tetris und Dr. Mario, Super Mario Kart und Super Mario All-Stars. Also alles ziemliche Klassiker. War eine super Geschichte damals. Ich weiß gar nicht, waren die damals deswegen auch billiger oder nicht? Da bin ich mir gerade ehrlich gesagt etwas unsicher, weil ich habe das damals gar nicht so unbedingt mitbekommen und mitverfolgt. Aber eigentlich einen anderen Grund könnte es da eigentlich nicht geben, oder? Weil es ist ja nicht so, dass die jetzt limitierte Auflage hatten und jetzt wieder neu produziert wurden oder ähnliches. Vielleicht wisst ihr da ja mehr und könnt mir da in den Kommentaren was dazu schreiben. Aber wir gucken gleich mal, affengeil, das Nintendo 64 steht natürlich kurz bevor. Aber da wird hier, denke ich mal, nicht so viel drin sein, weil es ist da noch nicht erschienen. Und dadurch konnte man natürlich auch noch keine Spiele zeigen. So, das ist das neue Design hier auf jeden Fall. Es gibt viele Classics-Sachen. Ich denke mal, wie gesagt, diese Altverwertung, nenne ich es mal, wollte hier beworben werden. Und wir haben hier die News. Die Schlümpfe. Wir können das... Ach, das ist der erste Teil. Nee. Ist das der erste Teil? Erschien ja so spät? Ich habe die ja getestet. Aber ich weiß echt nicht mehr, ob die wirklich so spät erschienen sind oder was da irgendwie die Phase war. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dann haben wir die entrüstete Crystal hier. Die guckt wirklich sehr entrüstet. Und dann haben wir hier einen Cyber Stories Wettbewerb und natürlich hier den Game Boy Pocket. Ich meine, wow, es geht hier wirklich Neuerung um Neuerung. Und das Super Mario Art Shirt, das stimmt, das war auch in den 90ern, war das so super in, ne? Hier das mit den, wie heißt der Künstler nochmal? Dingsbums, der hier auch das mit Marilyn Monroe und sowas gemacht hat. Mit den verschiedenen Farbpanels. Mir liegt es auf der Zunge, der Name, aber auch hier ab in die Kommentare damit. Ihr seid da wahrscheinlich besser drauf als ich. Dann haben wir hier die Mailbox. Mehr Bilder. Ja, das stimmt eigentlich. Da verlangt wer, dass hier mehr Bilder von den Spielen hier reingehauen werden. Das kann ich nur so unterstreichen. Circuit of Evermore Fanart und die Jokebox. Okay. Ich mach mal einen von den drei Witzen, lese ich jetzt vor. Ich kenne ihn noch nicht. Wir versuchen es mal. Link und Kirby begegnen sich, sagt Kirby. Wenn man dich sieht, könnte man denken, eine Hungersnot sei ausgebrochen. Darauf antwortet Link. Und wenn man dich sieht, könnte man meinen, dass du dafür verantwortlich bist. Ja gut. Ja. Ich blätter einfach mal weiter. Über die Qualität des... Ich muss jetzt noch ein zweites probieren, ob die alle so schlecht sind. Die Mutter kommt vom Einkaufen zurück und sagt zu ihrem Sohn, du solltest doch aufpassen, wenn die Milch überkocht. Hab ich ja, antwortet Kalle. Es war genau 10 Uhr und 26 Sekunden. Okay. Gut. Noch mehr Fangedönse in der nächsten Ausgabe Nintendo 64 Forum. Ich nehme mal an, das Forum wird so hier Leserfragen sein oder irgendwie sowas. Dann haben wir hier von Klempmann und Bytes und Höllenmaschinen. Das ist eindeutig Super Mario 64. Damals sah das natürlich wunderbar aus, aber konträr der populären Meinung bin ich ja mit den 3D-Marios nie so wirklich warm geworden. Ich weiß, das ist eine persönliche Geschmackssache und wenn ihr Spaß an den Spielen habt, dann ist das natürlich so und das will ich euch nicht wegnehmen, aber
ich weiß nicht, Plattformer und 3D haben für mich irgendwie nie so wirklich großartig zusammengepasst, ehrlich gesagt. Aber na, ist Geschmackssache und natürlich die Früh-3D-Technik, wir kennen es alle, ist schlecht gealtert. Pilotwings 64 und Wraith Race, auch hier allgemein Spoiler, Leute, die meine Videos schon ab und zu mal gesehen haben, wissen, ich bin mit dem Nintendo 64 damals nie warm geworden. Ich habe auch nicht wirklich großartig gespielt. Ein Bekannter hatte ein Nintendo 64 und ich habe da irgendwie, ich habe da den Zugang nicht zu gefunden. Ich habe damals schon PC gespielt und hatte da irgendwie mehr Spaß dran. Wraith Race und Pilotwings sollen aber durchaus gute Titel dazu sein. Aber deswegen blätter ich das etwas über und gleich zu Donkey Kong Land 2. Der ist auf jeden Fall besser als der erste Teil. Und zwar, das ist nämlich ein Grund. Auf den ersten Teil haben sie ja versucht, so diese Donkey Kong Country vorgerenderte Grafik 1:1 auf den Game Boy zu portieren. Das Problem ist natürlich, der Game Boy ist monochrom oder eine Grüntöne halt. Und dadurch wirkt das sehr unruhig und sehr unübersichtlich, das ganze Bild. Ist nicht gut gelungen. Hier der zweite Teil, da haben sie so ein bisschen mehr versucht, das etwas mehr cleaner zu gestalten. Und dadurch hat man halt einfach entsprechend die Übersicht und kommt da viel, viel besser rein. Deswegen ist der zweite Teil auf jeden Fall viel, viel besser als der erste Teil. Hat natürlich die grundsätzliche Prämisse, wie der erste Teil natürlich wird so ganz grob den Super Nintendo nacherzählt und nachgespielt. Kommen wir zu Lufia, auch so eins ein bisschen meiner blinden Rollenspielflecke auf dem Super Nintendo, wo ich immer wieder merke, da gibt es so einige. Habe ich auch bisher nur kurz reingespielt. Auch da gibt es von euch natürlich eine große Fangemeinde. Zu Recht hat natürlich hier eher rundenmäßige Kämpfe, wie hier Mystic Quest Legend das schon irgendwie eingeführt hat. Und dadurch spielt sie es natürlich so ein bisschen überraschend oder angenehm anders als jetzt die ganz normalen Action-Rollenspiele, die es für das System gab. Wie zum Beispiel Secret of Mana oder auch Illusion of Time auf jeden Fall. Ich mag die Stimmung im Prinzip sehr. Das Super Nintendo ist ja sowieso, was so Rollenspiele angeht, wirklich so ein richtiges Powerhouse damals gewesen. Vielleicht ist nicht so klassische Computer-Rollenspiele mäßig natürlich, aber durchaus sehr, sehr viel zu bieten. Diese japanischen Rollenspiele haben da gefühlt ja so auch im Westen dadurch so eher endlich mal so einen Durchbruch bekommen. Ne? Ein wunderbares Spiel. Und wir haben hier zu Terranigma einen Comic anscheinend. Frage ich mich natürlich auch, das ist ja vom Stil her ganz anders, das werden die bestimmt nicht selber gezeichnet haben. Ne? Für alle, die hier nur keine Blätterfolge gesehen haben, wo ich eine Club Nintendo Ausgabe durchblätter, ich halte immer jetzt das Comic jetzt ruhig da. Wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr natürlich pausieren und das gerne nachholen. Wobei ich mich ehrlich gesagt echt wundere, war das denn so eine Art Marketing-Deal oder ähnliches? Weil irgendwie ist das ja schon ziemlich krasse Werbung. Oder vielleicht so nach dem Motto, hey, wir liefern euch einen Comic, ihr druckt's ab, wir verkaufen mehr Spiele, hey, ihr kriegt eure Tantiemen. Was wollt ihr mehr? Ihr habt jetzt sechs Seiten sogar. Sechs Seiten, prima voll bekommen. Finde ich schön. Ich mag den Zeichenstil. Der ist sehr, sehr ein bisschen düsterer. Ne? Nicht ganz so Mario-mäßig verspielt. Und den haben wir jetzt natürlich auch Terranigma. Wobei die Grafik hier, uiuiui. Also ich war auch da, gibt es viele Fans von euch. Und auch das ist auch eins meiner blinden Flecken. ich habe wirklich nur Zelda, wenn man das als Rollenspiel bezeichnen will, Secret of Mana, Mystic Quest und Illusion of Time damals gespielt. Da habe ich meine Expertise, irgendwie kannte ich keinen, der die anderen Rollenspiele hatte. Hätte ich damals aber wirklich abgefeiert. Und in der heutigen Zeit ist halt immer so eine Sache. Mit dem normalen Arbeitsalltag, ich habe dann nicht so oft Energie, auch neben YouTube und so weiter. Und irgendwie Motivation, mich da stundenlang in ein Spiel hinein zu versetzen. Deswegen mache ich auch in letzter Zeit lieber Gameboy-Sachen. Weil da spielst du eine halbe Stunde, zack, bist du fertig, bist du froh und gut dabei. Aber so ein Spiel, weißt du, dass das spielst du vielleicht eine Stunde, dann hast du mal eine Zeit, da spielst du dann mal eine Stunde und lässt es dann wieder ein paar Tage liegen, weil es kommt, ne, wie immer, irgendwas dazwischen. Und dann steigst du wieder ein und dann, ja, was war nochmal wie und wo? Das ist halt immer so ein bisschen problematisch. Ist natürlich nicht ganz so komplex wie jetzt irgendein modernes Rollenspiel, um Gottes Willen. Aber ja, deswegen drücke ich mich so ein bisschen um diese Spiele immer. Dann haben wir hier die Hotline. Damals gab es auch noch diese Nintendo Hotline auf jeden Fall.
wo man halt angerufen hat, weil das Internet in der Form gab es natürlich nicht. Und dann hat man halt angerufen, hey, ich komme mal Spiel XY nicht weiter. Stell mir mal, ich habe hier meine Frage. Ne? Und da haben wir zum Beispiel hier, wie bei Link's Awakening, wie kann ich im 7. Palast die Säule unten links zerstören? Ja, dann muss man, glaube ich, die Kugel runterwerfen und so weiter, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, welche Säule da gemeint ist, aber da hatte man wirklich nur die Möglichkeit, sowas nachzuschlagen. Oder als Spieleberater, wenn es die halt zu dem Spiel halt gab. Toy Story ist das Poster. Naja, hätte ein bisschen besser sein können, aber hey. Hier haben wir noch mehr Tipps, also wirklich Tipps in solchen Magazinen. Ich kann es nicht genug betonen, wie wichtig das war. Auch die ganzen PC-Magazine damals, weiß ich noch, die hatten wirklich ganze, meistens in der Mitte, dass man es heraustrennen konnte, wirklich so 30 Seiten irgendwie Tipps und Tricks, Komplettlösungen zu irgendwelchen Adventure-Spielen und so weiter. Das war damals wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich habe natürlich hier so bei Mario Land den Easy-Modus zum Beispiel, wusste ich auch noch nicht. Habe ich erst letztens durch einen Kommentar von einem von euch erfahren, dass man im Start-Modus hier auf Select drückt und dann habt ihr einen Easy-Modus. Coole Sache. Toy Story auf dem Super Nintendo ist ein sehr schönes Spiel, und zwar, weil es halt sehr viel Abwechslung reinbringt. Weil wie ihr seht zum Beispiel Stage 2, also die zweite Welt, das erste Level, das spielt sich so Micro Machines mäßig. Ne? Ihr habt so einen kleinen Parcours, ich habe hier ein Spielzeugauto und müsst heute halt dann dadurch halt drum navigieren. Und dann das nächste Level ist dann wieder ein Plattformer-Level. Und das ist halt die große, große Stärke dieses Spiels. So allgemein, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ich feiere das persönlich nicht ganz so stark ab wie manche andere, weil ich finde, der Plattformer-Part, der ist halt nicht so geil irgendwie gelungen, weil irgendwie die Steuerung sich etwas schwammig anfühlt, so allgemein. Aber ist Geschmackssache. Und vor allen Dingen gibt es ja auch so fiese Szenen wie hier, diese Diner. Ich weiß, dass da, ich glaube, irgendwie so Tropfen runterkamen oder sowas. Das war irgendwie, also ist auf jeden Fall jetzt, fand ich zumindest, eher von einer schwereren Sorte, was bei der Thematik vielleicht nicht ganz so klar ist, ne? Dann haben wir hier Kirby's Dream Course für den Super Nintendo. Ja, den Kirby ist ja durch seine Kugelform, ist er ja wirklich sehr prädestiniert dafür, in vielen, vielen verschiedenen Spielen irgendwie aufzutreten. Es gibt ja ein Pinball-Spiel mit ihm, ne, was logisch ist als Kugel und so weiter. Und hier haben wir eine Art Minigolf. Und zwar wie bei Marble Madness damals, wer den Klassiker noch kennt, habt ihr hier so eine isometrische Perspektive. Und mit verschiedenen Höhen und so weiter. Und müsst halt da den Kirby einlochen. Und das wird natürlich garniert mit ganz vielen tollen Mechanismen, die das alles etwas aufhübschen und tiefer machen. Also das Spielgefühl tiefer machen. Und das ist einfach fantastisch. Und auch das habe ich jetzt nie nur bisher angespielt. Nie, nicht großartig in der Tiefe. Aber gut, hier grafikmäßig sieht das immer gleich aus, aber das ist natürlich so ein bisschen das Problem an diesem Pseudo-3D, dass man diese Kacheln benutzen muss, um da halt so ein bisschen Höhenunterschiede besser darstellen zu können. Habt ihr jetzt einfach nur eine Grasfläche, da seht ihr dann nicht ganz so deutlich, wo geht es jetzt tiefer und wo nicht. Wichtig. Dann haben wir hier Tim in Tibet. Es gibt ja zwei Tim und Struppi Spiele auf dem Gameboy. Einmal Tim in Tibet und einmal Tim und der Sonnentempel. Wobei Tim und der Sonnentempel eher so ein Adventure ist, wie zum Beispiel Who Framed Roger Rabbit, was da ja wirklich so aus der schrägen Draufsicht gespielt wird und wo ihr halt verschiedene Positionen ablaufen müsst und Rätsel lösen müsst, während das halt hier eher ein Plattformer ist. Auch hier habe ich bisher leider nur kurz reingespielt. Auch hier wurde ich nicht so wirklich warm. Die Steuerung fühlte sich so etwas unnötig schwammig an. Aber ich habe auch nur für den Gameboy-Jahresrückblick da mal reingespielt. Von daher nimmt das jetzt nicht für voll. Habe natürlich hier die üblichen verschiedenen Level, ne? Wie ein Wasserlevel muss natürlich sein und so weiter. Dann haben wir hier Secret of Evermore. Das ist wirklich, ich glaube, das Magazin der Panda Super Nintendo Rollenspiel-Lücken. Auch hier habe ich, obwohl hier habe ich mal ein bisschen weiter reingespielt, ich glaube eine Dreiviertelstunde oder sowas, und dann, wie angesprochen, den Faden irgendwie verloren, dann kam irgendwie was dazwischen. Ich wollte ein Testvideo von einem anderen Spiel machen, was schnell produziert werden müsste, und dann bin ich raus und dann ist es halt leider so. Was bei dem Spiel mir sehr arg gefällt, ist, dass ihr euren Hund dabei habt als Begleiter, was immer super ist. Ihr kennt meine Videos mit Pinsel, bin ich mittlerweile großer Hundefan. Und
die Grundstimmung ist halt eher düsterer und ein bisschen grittiger, sagt man ja so schön auf Englisch. Und das gefällt mir, weil das also relativ ungewohnt ist für das System auf jeden Fall. Und es gibt hier anscheinend Toasterhunde, keine Ahnung. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier wieder Kirby's Block Ball. Schon wieder eine Variation, weil Kirby rund ist. Und zwar ist es ein Arkanoid bzw. Breakout Klon. Weiß nicht, ob man das Klon nennen darf. Hat Variante. Auf dem Game Boy kennt man es eher so als Alleyway. Also das Spielprinzip ist ganz einfach. Ihr habt halt unten eine Plattform, die nach links und rechts schwebt. Und ihr habt halt eine Kugel. Ich versuche es mal so darzustellen, das ist halt Kirby, die prallt halt ab, physikalisch korrekt, und ihr müsst halt Blöcke damit zerstören. So, ihr kennt das Spielprinzip, ist hier natürlich noch viel, viel tiefer gehend aufbereitet mit verschiedenen Formen und etc. etc. Muss ich auch immer mal einen Test dazu machen. Auf jeden Fall ist auch ein sehr empfehlenswertes Spiel, eigentlich überall, wo Kirby draufsteht, ist eigentlich super. Hier haben wir noch, wir kommen in der dritten Dimension, natürlich das Nintendo 64 ist da um die Ecke. Ich habe ja mittlerweile eher so um die 97er Ausgaben habe ich ja eher so einen Bogen gemacht, weil ich immer für mich so persönlich dachte, okay, da ist das Nintendo 64 erschienen, da wird natürlich das Hauptthema der Club Nintendo Magazin, das Nintendo 64 sein. Und da habe ich ja nicht wirklich großartig Expertise, wie ich schon angesprochen habe. Interessiert euch das denn trotzdem, wenn ich diese Magazine mal durchblättern sollte und dann quasi mir die Spiele angucke, um da quasi neutral reinzugehen? Würde mich mal interessieren, haut's mal in die Kommentare rein. Was das Launch-Line-Up scheint hier sehr durchaus vernünftig zu sein. Shadow of the Empire hatte ich damals auf dem PC, war auch mein erstes 3D-beschleunigtes Spiel. Super Mario Kart geht immer, GoldenEye, wunderbar, Cousin USA auch. Blast Corps, habe ich meinen Namen gehört, aber Star Fox natürlich super, ist das erschienen, bin mir unsicher. Turok, wunderbar. Und dann haben wir hier noch ganz viele andere fantastische Spiele wie Donkey Kong World, ist das erschienen? Keine Ahnung. Dann haben wir hier die Systemcharts mal wieder. Super Nintendo, Yoshi's Island, klar. Zelda, Donkey Kong Country 2, auch klar. Secret of Mana, klar. Jo, passt. Game Boy. Zelda, natürlich, Donkey Kong Land, finde ich halt nicht so geil, aber hey. Kirby's Dream Land 2, wow, Mystic Quest, ja, yep, wunderbar. Mario Land, auch Donkey Kong, wunderbares Spiel. Lauter Klassiker. Und hier haben wir auch hier schon das angesprochene Classic Review von der ersten Seite. Wobei ich das jetzt nicht so als großes Review irgendwie sehe. Wird halt hier vorgestellt, aber auch hier Zelda. Sollte eigentlich jedem von euch bekannt sein. Hier wird natürlich ein bisschen Werbung gemacht für den offiziellen Spieleberater. Den hätte ich damals echt dringendst gebraucht, weil ich dann irgendwann mal relativ so beim Dreiviertel des Spieles irgendwie hängen geblieben bin und nicht weiter wusste. Und da hätte mir das wirklich weitergeholfen, weil ich habe nämlich die Hotline nicht angerufen, weil ich durfte nicht, weil kostet ja und alles. Und irgendwelche Kumpels, die waren auch nicht so weit, sie konnten mir da auch nicht helfen. Ha, nicht so einfach. Denn Donkey Kong, also diese Klassik-Serie, wie viel billiger war die eigentlich, fällt mir gerade ein. Weil irgendwie diese Neuauflage muss ja irgendwie einen preislichen Vorteil gehabt haben. Habt ihr da eine Ahnung, wie viel billiger das war? Wenn ja, würde es mich mal freuen, wenn ihr das in die Kommentare reinhaut. Das würde mich nämlich echt interessieren. Aber auch Donkey Kong, super Spiel. Tetris und Dr. Mario sowieso. Dann haben wir hier Super Mario Land 2 und 3. 3 war das schon so alt, dass das in die Classic-Serie reinkam? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, so 94, 95 erschienen. Irgendwie sowas in der Art, oder? Kann mich aber auch irren, aber auch Pflichttitel für das System. Hier haben wir nochmal Werbung dafür und die übliche Postkarte zum Abonnieren. Und das war's. Donald im Maui Mallard, auch ein wunderbares Spiel. Ich hoffe, euch hat die Blätterfolge gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu reinhauen, ob ich die 97er Ausgabe mir auch mal angucken soll. Ich weiß nicht, ob das spannend für euch ist oder nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.